habe mit Ezra gewettet, dass ihr niemals zurückkommt. Ihr habt mir eben eine zusätzliche Woche Hausarbeit eingebracht. Typisch mein Mann. Er sieht immer das Positive. Danke, dass ihr die Energiezellen geholt habt. Hier, nehmt die Sachen, die wir euch versprochen haben. Ich weiß, sie werden euch nützlich sein. Euer Geil. Einer meiner leichtesten Zahltage. Schöne Grüße hier aus Star Wars The Old Republic. Jo. Mit dem Halbam und mir. Genau. Hoffentlich, sonst wäre ich sehr traurig. Diese Sachen können euch glücklicher machen als einen Ewoki in Sumpfschlick. Wir wollen euch nicht länger belästigen, Fremder. Danke nochmal. In Sumpf was? Sumpfschlick. Sehr geile Sachen von ich, ob keine Ahnung habt, was sie bedeuten. Sehr gut, sehr gut. Dann hast du noch nie im Sumpf gespielt. Ja, glaube ich auch nicht. Ja, wir sind hier gerade noch dabei, ein paar Quests abzugeben und danach marschieren wir mit unseren neuen Gespielinnen hinein in den nächsten Schneckenpalast. Schnell, ganz genau. Schnau. Seben befreit und andere Sklaven von Fatra auch. Unerwartet. Interessantes Ergebnis. Nemro zufrieden. Gute Arbeit. Ja. Wie wär's mit großartig? Immer gerne. Nemros Geheimnisse sicher. Fatra hat keine Fabrikarbeiter. Beeindruckende Ergebnisse. Seven hat Bonus hinterlassen für Befreiung von Sklavenfreunden. Sentimental, unlogisch. Hätte es für mich behalten sollen. Belohnung und Bonus. Vertrag erfüllt. Große Zufriedenheit, ja? Lebt wohl. Ich steck dir mal kurz so einen Zettel zu. Grammatikkurse. Ich kann doch gar nicht lesen. Oh, Mist. Was habe ich eigentlich für Post bekommen? Flucht von Hutta. Von Kendrill. Ach ja. Hab ich auch. Ich bin nicht dazu gekommen, euch dafür zu danken, dass ihr meinen Sohn und mir geholfen habt, von Hutta zu entkommen. Ja, gut, ne? Das waren die hier vom Anfang. Scheiße, der sollte eigentlich zu einem Schiff erzogen werden, ey. So eine Scheiße. Nur wegen dir, du Assi. Ja, ich habe halt ein viel zu weiches Herz unter meinem weichen Panzer. Nein. Nein. Psst. Hey, ihr. Ich möchte mit euch sprechen. Geht ihr in Fatras Palast? Wenn ihr verrückt genug seid, da reinzugehen, können wir uns vielleicht gegenseitig helfen. Wollt ihr ein paar Credits machen? Ich hab Credits gehört. Meine Neugier ist geweckt. Ich arbeite für Nemro. Genau wie mein Partner. Bis er da drinnen im Palast draufgegangen ist. Er hat sich als Wartungsarbeiter hineingeschlichen, um Sender auf den Reinigungsdroiden anzubringen. Mit den Sendern wollten wir dann die Bewegungen der Droiden verfolgen. Beim Saubermachen der Böden und Wände hätten sie uns dann jeden Winkel des Palasts gezeigt. Wir wollten vor allem geheime Eingänge oder versteckte Kammern finden. Und der Plan hat nicht funktioniert, der klingt ja so geil. Was soll ich denn genau tun? Mich als Reinigungsdroide tarnen? Nein, nein, nichts dergleichen. Obwohl... Nein, vergesst es. Also... Hier ist der Plan. Mein Partner konnte die Sender an den Droiden anbringen, aber seine Tarnung flog auf, bevor er sie aktivieren konnte. Ich wäre sofort tot, wenn ich da reingehe und das versuche. Aber wenn diese Sender nicht aktiviert werden, bin ich auch tot. Nemro toleriert keine Fehler. Ich gebe euch also alles, was ich habe, wenn ihr für mich diese Sender aktiviert. Hm, klar. Kein Problem. Die Sender sind so gut wie aktiviert. Ihr müsst lediglich die Reinigungsdroiden finden und einen kleinen Schalter auf dem Sender aktivieren. Es ist ganz einfach. Ich warte hier auf euch. Viel Glück! Sehr geil. Machen wir nochmal mit links hier. Dann programmieren wir mal die Roombars um, nicht wahr? Die was? Die Roombars? Roombars, kennst du nicht? Diese kleinen automatisierten Staubsauger. So runde Dinger kannst du programmieren. Der gerade hier da um den Typen rumflog. Ich hab hier ein kleines... Nee, was anderes. Ich meine so in Real Life. Ich zeig mal kurz so ein Ding. Das gibt's hier auch als Pet. Okay, das gibt's als Pet. Ja, das ist hier so ein Ding. Ach, sowas. Ah, Staubsauger. Ja, genau, diese... Ja, richtig. Und Wunder hat meine Mutter halt auch oben stehen. Ich weiß gar nicht, eine Marke oder was. Und die werden halt ziemlich häufig von Hobbyprogrammierern irgendwie umgeschrieben. Ach so. So, ich habe hier so einen Bonus. Draußen hier so drei Oschis umlegen. Da haben wir Ortogan den Söldner. Wer hier? Der da? Der da am Boden, drauf. Ganz genau. Batluschi. Ja. Und ein paar normale Oschis sollen wir auch noch umlöten. Umlöten.
Umlöten gibt es bei mir nicht. Im Sauerland heißt löten, sich einen ziehen, sich einen zaubern. Ach so, okay. Oh, nicht einlöten. Alles klar. Dann zerbröseln wir sie halt nur. Zerbröseln? Das hört sich gut an. Naja, das hört sich ein bisschen. Das hört sich ein bisschen luschig an von der Intensität her. Ich werde sie zwischen meinen Fäusten zu feinstem Staub zermahlen. Das ist wieder ein anderer Kontext. Außerdem benutzt du deine Fäuste wahrscheinlich eh nicht, nur deinen Blaster. Naja, also. Dann mache ich mal nur mit Fäusten weiter hier. Ja, will ich sehen. Das will ich sehen, du. Das ist ja sowieso, glaube ich, so der härteste Hit, den ich im Moment habe. Na gut, ja, abgesehen wenn vom Tor von oben, wenn er komplett durchzieht. Aber hier, Raketenschlag ist so ein geiler Skill. Raketenschlag, wo du in die Luft fliegst? Ja, genau. Also im Sinne von nach oben. Ja, nee, ich meine nicht explodieren. Wo du selber in die Luft fliegst? Das ist ja sehr gut. Das wäre ja so geil, die Attacke. Das Finale über Pokémon. Den Flachwitz bringe ich auch immer, wenn jemand sagt, ich gehe mal hoch, so im Sinne von auf die andere Etage. Wird von mir mit Bumm beantwortet. Sehr gut. So, Finale, ich wie weiß, bei ich weiß Elektroball selber, bei Pokémon. Achso, ja. Finale und Explosion gab es ja, glaube ich. Aber Finale war, glaube ich, direkt Selbstmord. Explosion hat irgendwie dick viel Schaden auch bei einem selber gemacht, ne? Bei demselben Pokémon. Ich weiß es gerade nicht mehr genau, wie es war. War die nicht im Endeffekt das gleiche, nur unterschiedliche Angriffstypen? Nee, ich glaube ich glaub wirklich, Finale ist wirklich komplett, dass das Pokémon dann tot ist. Ich bin mir nicht sehr sicher. Ich wenn jetzt Rubin, Alpha Rubin und Beta oder wie heißt das, Saphir rauskommt. Oh, wird das mal richtig dick gezockt. Hm, na, ich bin damals nach Feuerrot ausgestiegen. Nach Feuerrot? Ja, da hast du ja noch Smaragd gespielt. Oder Rubin ja, und Saphir. Ja, genau, Rubin hatte ich. Ja, nur die ersten drei Generationen, danach ist alles Quatsch. Ich habe gehört, dass jetzt die letzte wieder relativ gut gewesen sein soll. Ach, das ist ja. Ja. Vielleicht vom Gameplay her und von der Animation und sowas. Aber ich finde, die restlichen. Alle Pokémon, die nach der dritten Generation kommen, sehen aus wie Werkzeug. Die sehen nicht mehr aus wie Pokémon, die sehen aus wie. Nicht wie Aliens. Aliens wären noch okay, aber wie Werkzeug oder so. Gibt es auch nur ein Schwert oder sowas. Oh Mann. Wenn nachher ein Mixer auftaucht, würde mich nicht wundern. Jetzt in der nächsten Generation. Deswegen immer schön die ersten drei Generationen spielen. Da bist du am besten dran. Na gut, ja, das ist ein bisschen schade dann. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, irgendwann würden mir auch die Ideen ausgehen. Ja, aber dann sollen sie einfach aufhören und mit den alten Pokémon mehr machen. Ich fand's ultra hässlich, was ich gesehen habe, irgendwie diese Ultra-Evolutionen von ein paar alten Viechern. Ja, das finde ich auch noch, das finde ich ein bisschen, finde ich okay, eine schöne Idee. Es kommt drauf an, aber halt zum Beispiel Gengar sieht ja mal sowas von hässlich aus. Aber besser auf jeden Fall, als immer mehr neue Pokémon zu machen, die einfach keinen Zusammenhang haben mit den alten. Ich meine, ja. Das ist ja so inflationsmäßig. Das ist ja genau wie was, wenn du. Was gibt's für ein Beispiel, ein gutes? Hast du ein gutes Inflationsbeispiel, was man daran anlehnen könnte, an immer mehr Pokémons produzieren? Die finanzielle Inflation. Nee, ja, gut. ich weiß aber, was du meinst. Es hat einfach, also einzelne Pokémon hat keinen Wert mehr. Je mehr Pokémon auftauchen, einfach. Ah, oh, schon wieder 200 neue Pokémon, die sehen so kacke aus, aber voll geil, ey. Weißt du, wenn neue Generationen auftauchen, dann sind einfach, sehen immer mehr beschissener aus, immer unauthentischer, immer uneinfallsloser. Und dadurch werden die alten Pokémon auch gleichzeitig in den Dreck gezogen durch den Ruf, weißt du? Das meine ich. Hm, ja, also eigentlich das, womit ich den meisten Spaß hatte, waren, nein, gut, eigentlich... Alle, die ich gespielt hatte, haben mir Spaß gemacht, so ist es nicht. Ja, du hast ja nur die guten aber gespielt. Am härtesten gefeiert damals, wahrscheinlich weil es mein erstes eigenes war, hatte ich Crystal. Also, Kristall war echt sehr geil, ja. Ja, genau. Nicht Map, ne? Hier schon. Nein. Ja, dann sag auch Kristall und nicht Crystal. Nee, Kristall war echt super schön, muss ich auch echt sagen. Von der Story her, die sie noch ein bisschen ausgebaut haben von Gold und Silber. Noch einer. Und die neuen Pokémon, das waren ja nur so 150 Pokémon mehr. Nee, noch weniger. 100 Pokémon mehr oder sowas, ne? Gar nicht mal so viel, das. Ein paar waren schon, aber ich weiß nicht mehr, wie viele. Es waren nicht so viele wie jetzt zum Beispiel bei der dritten Generation. Da waren es ja schon so 100 oder 200 schon fast. Ich
dachte schon, dass es irgendwie auf die 300 zuging. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Nee, bei der zweiten Generation also war nicht so ein großer Sprung auf jeden Fall. Das hat mir super gefallen, weil man dann auch diese neuen Entwicklungsstufen eingebaut hat für zum Beispiel Nachtara und Psyana für Evoli. Ja. Verstanden. Laden. Das haben sie natürlich in den anderen neuen Generationen auch gemacht, aber auch hier oben sind solche Sicherheitskameras. Wenn wir die aktivieren. Die sind, glaube ich, von deiner Bonusquest. Ach meine? Oh. Oh, okay, sehr gut. Oh, hätte ich schon irgendwie vorher irgendwie anfangen müssen. Warte mal, hier sind auch noch ganz viele Kameras. Ich mach mal währenddessen die Druiden, sag Bescheid, ob es für dich gezählt. Transmitter, ja. Reinigungsdruide, ja, hat mitgezählt. Das sind hässliche Rumbas. Aber allein dieser Ausbau mit dem Baby-Pokémon, dass man da halt diese Zucht auch betreiben konnte, das fand ich so toll. Bei Kristall und so. Ja, oh Gott, ich habe bei Rubin das Glück gehabt, dass ich ein weibliches Hydropi am Anfang gezogen habe. So ein Glück. Moment, nee, war das Rubin mit Hydropi? Ja, genau. Ja, doch, war genau. Ja, Rubin und Saphir. Und da war ich, also das war danach mit Sicherheit wundgefickt. Also es war unfassbar. In der ganzen Schule habe ich dann im Endeffekt die Nachkommen von dem Vieh verteilt. Ach so, weil einer irgendwie ein männliches dann hatte, ein Hydropi. Ich glaube mit Ditto oder nee, da ging es ja, auch schon so. Ja klar, mit Ditto, Ditto geht natürlich auch, klar. Stimmt, ja, das ist natürlich sehr geil, wenn man dann Logok genommen hat oder, nee, Flamly oder wie hieß das Pflanzen-Pokémon? Gecko? Günther? Ich weiß es nicht mehr. Günther natürlich. Oh, betätige den Transmitterschalter. Ach, hast schon gemacht. Alles klar. Yo. Sehr gut, sehr gut. Hab das Vieh aber auch gerade das übersehen gehabt im ersten Moment. Ja, auf jeden Fall. Die waren noch einfallsreich. Und dann bei Diamant und Perl, da hattest du schon wieder so einen Feueraffen. Da hattest du so einen Feueraffen, Ebene 2, der auch drei. Feuer und Kampf hatte. Genau wie bei Flamly nachher, ne? Mal mit auf 3 runter. Ach so, auf 3 hast du gesagt. Unterbrich mich doch, wenn ich scheiße laber. Hab ich doch. So, ja, keine Ahnung, ja, den Flammenaffen, ich weiß nicht, den habe ich, glaube ich, aus Versehen mal beim Durchzappen bei der Serie gesehen. Ja, den finde ich... Aber sonst. Nee, immer schön bei den, die ersten drei Generationen. Genau wie bei SpongeBob, die ersten drei Staffeln. Ey, ich meine, sowieso Burak, größer alle. Ja, eben drum. Dieser Knospi, Junge, guck dir mal, das mega Dinosaurier mit dem Ding auf dem Rücken dran. Der Pflanze auf dem Rücken, ist so geil. Oder den Feuerriegel, ey. So eine geile Idee. Ein Igel mit Feuer. Ich hatte auch im zweiten, hier, wie hieß das, dieses Sumpfox? Ich weiß gar nicht mehr die deutschen Namen. Kanimani. Kanimani, genau, und dann da die Entwicklungsstufe. Kanimani. Und da habe ich dann ja. Ja, das habe ich auch gefeiert. Oder halt eben bei Hydropi, wenn du das lang genug nicht weiterentwickelt hast. Hat das ja irgendwie so eine einzigartige Schlammattacke da gehabt, so ein bisschen die Hydropumpe nur halt auf Schlamm. Lehmschelle. Ist sie so? Kann Sinn, ja. Nee, Lehmschelle war, glaube ich, die abgeschwächte Version, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja. Hat sie aber auch mit Sumpex nachher. Nur, nee, eben, mit dem hast du halt, nee, Sumpex hatte... Also ich kenne diese eine, die wie Surfer aussah, aber so mit Erde irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob ich es verwechsel. Nee, ich dachte, es gab eins, das aussah wie, wie halt Lebensschusspumpe. Lebensschuss. Lebensschuss war auch nochmal ein Einzel-, also so ein schwächerer. Da muss ich mal gleich mal Visa-Fans gucken. Es gab halt, wie gesagt, ein was, wenn du die ganze, also wenn du, ich glaube, 5, 6, 7 Level oder sowas die Entwicklung zurückgehalten hast. Ja, dann erlernen die auch natürlich auch. Die erlernen aber auch die Attacken schneller. Das muss nicht unbedingt heißen, dass das eine einzigartige Fähigkeit war, aber kann natürlich sein. Ich guck war mal gleich. War in dem Fall aber, wenn ich mich richtig erinnere, so, da hast du dann statt Hydropumpe eben dieses Ding erlernt. Guck ich mal gleich. Aber sehr um interessant. Gottes Willen, ist lange her. Kann sein, dass ich gerade Stuss laber, aber das hatte ich noch so in Erinnerung. Ja, guck ich gleich mal. Das hört sich natürlich sehr geil an, wenn es so war. Was ich schon immer machen wollte, ist Pokémon Colosseum und Pokémon XD mal Let's Playen. Das ist für den Gamecube. Die beiden Spiele ja. In 3D. Die waren so genau. Geil. Und Colosseum hatte ich auch gezockt damals relativ intensiv. Es? Das war ja schon damals geil. Oh mein Gott, ich kann meinen Turtok endlich in 3D sehen. Ja.
Die Story war unerwartet düster, ja, aber sonst nicht so pralle. Generell hat es auch Spaß gemacht, vor allem wenn du dann eben da hier deine Gameboys angehängt hast mit den Leuten. Ja, und genau. Einfach nur Duelle ausgetragen hast. Klar, aber ich fand die Story auch mal interessant. So ein, du hast so ein 3D-mäßiges mit die Welt, kann dann, wo die Pokémon einfach so dunkel wurden. Fand ich auch mal sehr geil. Ja. Ja. XD ist natürlich da noch viel besser in der Story gewesen. Das hast du nicht gespielt, oder? Nee. Das war echt sehr geil. Was ich noch hatte, war, bin ich wieder drüber gestolpert, diese, wie hieß es, Pokémon Channel. Das ich hab immer noch nicht so richtig den Sinn von dem Ding gerafft. Das habe ich irgendwann mal geschenkt gekriegt. Das war so geil, das habe ich geliebt, die Pokémon-Kanäle anzugucken. Ein paar Dinger waren echt ganz lustig, erinnere ich mich, aber es war halt irgendwann immer das Gleiche, ne? Ja, ah ja. War aber total lustig, immer neue Fernseher zu kaufen, neue, seine Zimmer auszustatten mit sowas. So, was muss ich nochmal hier machen? Hier war... Du musst... Ach, Vaters Archive hier irgendwie manipulieren. Ich habe keine Ahnung. Weiß ich auch nicht mehr. Machen wir mal einfach. Du musst ja irgendwas für Tothlazen machen. Ich glaube, gerade der Gegenschlag hier gegen Fathra. Malambiamgin. Hamgam neape kabrakawa. Manala yang perlu. Amka kalami naya kira nubua. Hallo nun, was führt euch hierher? Hat Fatra euch endlich befohlen, der Schießerei nachzugehen? Nulilak apa jam kamgram. Amka nem nang nemua inuk. Kali ruma. Mereka baka lebek ruma. Das mag ich an euch nun. Ihr schließt nur sichere Wetten ab. Jamgam nukara nukara. Kam namgam gek arega naya. Ah. Ihr seid euch bereits begegnet? Ihr zwei kennt euch also. Nun wollte mich für sich, als ich nach Huta kam. Aber er konnte nicht genug zahlen. Laporam amka. Mamni nigag. Nagnaya mamni. Kamgram. Ah, ich glaube nicht, dass wir... Nee, wir können ein Geschäft machen. Wie wäre das denn? Hört zu. Wie wär's mit einem Handel? Karakimi. Ah, nikag, nikag. Kaniak gag akiguamjam. Ihr scherzt wohl. Bringen wir nun doch um. Wenn wir Glück haben, kommen wir sogar an seinen Wachen vorbei. Oh, stimmt wohl. Okay, klar. Mama. Wie ihr wollt, Kaleo. Gehen wir es an. Anem kanaka mela. Lok nelepam napi. Ach, er findet's auch gut. Es würde Spaß machen, herzukommen. Er findet's auch gut, wenn wir miteinander kämpfen. Das ist sehr gut. Was ein dummer Typ, ey. So ein hässlicher Typ, ey. Ja. Ach hier, der stand die ganze Zeit in mir drinne. Ich hab den nicht gesehen. Ich frag mich, was ein Naimodianer hier überhaupt großartig zu suchen hat. Ja. Na gut. Weg ist er. Das war's also. Hoffen wir lieber, dass euer Boss weiß, wie man eine überzeugende Fälschung hinbekommt. Auf jeden Fall wird es ein Blutbad geben, sobald Nemro und Tothlazen sehen, was auf der Disk ist. Habt ihr Informationen? Woher wisst ihr, was auf der Holodisk ist? Ich weiß nur, was euer Aufseher uns gesagt hat. Aber ich bin nicht dumm. Wenn diese Disk wirklich alle Geschäftspartner von Fatra enthält, identifiziert sie vermutlich die Hälfte der Einwohner von Jiguna. Händler, Verbrecher, Kredithaie, der übliche Abschaum. Wenn Nemro das erfährt, wird er an allen Rache nehmen wollen, die es gewagt haben, hinter seinem Rücken zu Fatra zu gehen. Die Leichen werden wochenlang die Rinnsteine verstopfen. Hm, stimmt wohl. Und das wird uns nicht stärken, wahrscheinlich nicht, aber ich sag das trotzdem mal. Es ist brutal, aber wenn es Nemro hilft, könnte es auch uns helfen. Es würde Nemro glücklich machen, aber ich bezweifle, dass es seinen Geschäften helfen würde. Wenn ihr euch nicht wohl dabei fühlt, könnt ihr die zusätzlichen Daten immer noch löschen und die Disk zerkratzen. Dann sieht es so aus, als haben nur die veränderten Daten auf geheimnisvolle Weise überlebt. Wir liefern die Fälschung des Aufsehers ohne die echten Daten aus. Und Nemro geht nicht auf seinen Rachefeldzug. Das Risiko ist, dass Tothlazen herausfindet, dass ihr den guten Teil gelöscht habt. Hm, das stimmt wohl. Okay, keine Risiken. Ich werde die Mission nicht gefährden, um den Abschaum von Hutter zu schützen. Oh, sind wir aber engagiert. Ich wusste doch, dass ich auf dieser Mission etwas über euch erfahren würde. Und jetzt bringen wir das Ding zu Tothlazen und warten ab, was passiert.
Sehr gut. Ich realisiere übrigens gerade, dass wir eine Nebenquest verpasst haben. Ich würde sagen, die hole ich. Ja. Ich würde sagen, die hole ich mal noch kurz ab. So. Ach, da unten noch. Nee, es ist ganz woanders. Vaters Labor ist. Ich habe schon mal von der erzählt, die ist da beim Jigna-Gleiter in der Nähe. Ah, so. Die ist aber nicht das Ding. Zeit ist sowieso rum, da würde ich sagen, holen wir die noch kurz. Ja, die machen wir noch. Bei und unten. Dann gibt's noch das und meine Klassenquest. Und dann ist hier auch schon Fafra fertig. Bis zum nächsten Mal. Stay frosty. Ciao.